Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Hitman und... Ich bin schon mal jetzt vorsichtig, warte mal. Ich guck mich mal gerade ein bisschen um, ich muss jetzt mal Trial and Error so ein bisschen machen. Tauchen als Handwerker. Muss mal gucken, wie ich den anderen erledigen kann. Ah, da oben. Uah. Ich möchte nämlich einen von denen jetzt mal ausnoggen. Noggen. Kennst du noch den Nogger? War ein schönes Eis. Jersey Propan. Propan. Gas auf Flasche. Okay, jetzt gehen sie wieder zu zweit. Das war die Chance, dass ich sie da alleine abfischen können. Okay. Okay, jetzt kann ich abschießen, damit sie es auf den Kopf kriegen, ne? Das ist eine Kamera da oben. Dann komme ich als Sicherheitsmann ohne Probleme rein. Oh, da hinten liegt der Gute. Jetzt kommen wir wieder zu zweit. Dann husche ich gleich mal vorbei. Beziehungsweise schnapp mir nur den einen. Je nachdem. Gut, alles klar. Ihr wollt es beide so. Da oben ist eine Kamera. Kann ich aber nicht ändern. Okay. Komme ich auch nicht rein, aber hier kann ich. Ich soll doch eigentlich... Ja, genau. Alter. Ich bin gerade sehr... risky dabei. Ich muss mich jetzt als einer der Doktoren hier beweisen. Ah. War er das nicht, unser süßer Kleiner? Warte mal, die Kamera ist ein bisschen hier. Das ist, pass mal auf. Guck mal. Machen wir mal ein bisschen so. Schön, ein bisschen Brust sehen hier. Er ist mir wieder entspannt hin. Jetzt sind schon... Was? Taste deaktiviert. Die anderen beiden sind jetzt rausgegangen gerade. Ich habe Informationen aus dem Sicherheitsdienst des Krankenhauses beschafft. Der Chefchirurg Nicolas Alon hat anscheinend häufige Treffen mit Helikopterpiloten in der Nähe. Aha. Der zitternden Hände leidet. Okay.
Jagd. Scheiße. Bruce Lee, was? Ah, jetzt kommen sie hoch. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Nichts sagen. Ja. Naja. Shit. War ein Versuch. Also denn es ist, ich merke schon, das ist bockschwer da hinten in der Ecke. Wie kommen wir da durch? Ich müsste draußen einen ausnocken. Ich gehe mal hoch. Ach, kann ich auch noch hier? Ist schon irgendwas? Nee. Aufs Dach springen wäre natürlich cool. Wo gehe ich denn hier hin? Was ist denn hier? Hier ist wahrscheinlich ein Scharfschützengewehr. Dann kann ich wunderschön snipen von oben. Ne? Pro ist hier sonst ein Sniper, den ich dann freischalten kann und ja. Optimale Position gibt's nicht. Jetzt gehen beide da unten. Okay. Boah, ich muss mich einfach nochmal verkleiden können. Hier den einen über der Rübe ziehen. Nicht tödlicher Wurf oder beiden. Das reicht auch schon aus. Alter, pafft der da hinten. Den beiden wird am Kopf werfen und dann liegen die da rum. Das geht, aber ich hab nicht genug. Aber nicht tödlich, nicht tödlich. Doch, es ginge. Oh, es juckt, Alter. Oh, mein Bart wieder. Den Doktor hätte ich abfischen können. Gucken, ob hier was liegt. Gut, Mann, scheiße. Oh, Alter, ich hab nicht der Bart, also. Ach, gleich abrasieren hier. Mist. Heißt der Pilot kommt auch in die Ecke. I managed to gather intel from the hospital security system. The chief surgeon, Nicholas Laurent, seems to have frequent rendezvous with the helicopter pilot near the remote personnel exit. And rumor has it that the chief surgeon suffers from trembling hands. Scheiße. Ah, okay.
Okay, also jedenfalls habe ich einen Plan. Da unten ist ein Sicherheits... Oh, das juckt mich, wie Sau. Das ist jetzt schon mal definitiv ein Plan. Jetzt kann ich da unten entgegenrennen. Und ich weiß, dass der Pilot zum einen da langläuft. Die muss ich ratzfatz aus dem Gefecht nehmen. Ja, verstecken. So. Ja, auch. Zack. Sicher, sicher. Warte mal, was ist hier? Medikamentenvorrat? Kenn mich. Red Leader, one actual here. We got a body. Looks like a homicide. Killer could be anywhere. Scheiße, hey. Jetzt wollte die nächsten, wa? We're taking over here. Don't panic, people. We may have a situation. Yes, sir. You fool! Geht der auch noch rein? Nee. Okay. Die kennen mich aber immer noch alle hier, ne? Finde ich schon krass. Ja gut, er nicht. Okay, speicher mal zwischen. Das wird mir hier doch echt eine Nummer zu heikel. Zirk, weg damit. Ach, ein Schrank. Ist doch eine Tür. Ach, geh raus. Körper wurde gefunden. Okay, dann gehen wir mal rein. Was können wir denn hier nehmen? Zigarettenpackung. Emotionen ansehen. Eine Schachtel Zigaretten. Da ist ein Gestrick drauf, aber herrscht, wurden sie ja auch mal irgendwie das Gebäude geschrieben. Alter, der Raum wird hier voll. So, geht noch wieder nicht zu. Die Tür geht nicht zu. So, jetzt. Siehst du denn so allein auf dem Flur? Ist hier echt niemand mehr? Doch, ist noch massig, aber nur die Zielsicht dazwischen. Okay, Schlossknacken fehlt mir. Als Ressortmitarbeiter kann ich mich verkleiden. Okay, hier ist eine Dusche. Da wäre ich also reinkommen, wenn ich mich unten hätte vorbeischleichen können.
Gut, dann weiß man das beim nächsten Mal. Das ist schon zum Beispiel der Thema einfacher dann für mich. Oh lol, was ist hier? Kann ich hier spielen? Was ist denn los mit den Leuten? Expertenmodus angeschalten? Getränkedose, Fisi die Bubbele. Kantine. That's a little harsh, isn't it? A total ban? I don't know. Patient did die. Famous wanted that. Still, it's not the chef's fault. What was the kitchen apprentice thinking, cutting out a fugu fish by himself unsupervised? I mean, it takes years of practice. Didn't the kid realize how poisonous the... Okay. Starkstromdose. Wie geht's zu ihm hin? Ist, wie ich da das Wasser rauslassen könnte? Warte mal, die Kamera. Dran vorbeigehen. Oh lol. Ah, Jungs, ich bin schon wieder so unter... Die Runde ist echt mal wirklich intens. Hallo. Na? Wirst du wohl? Also sie erkennt mich. Was ja auch irgendwie logisch ist und sein Sicherheitsmann auch. Wenn ich hier jetzt irgendeine Falle stellen könnte. Oh lol, wo komme ich denn hier überall rein? Achso, das ist jetzt der Gang. Hm. Das sieht doch aus wie eine Tür, dann ist es wieder ein Schrank, dann ist es wieder ein Dildo. Da begrüßt er mich nicht. Schweine. Geht's in die Sauna? Das Wasser ist heiß. Da ist der Yoga-Lehrer. Den hätte ich jetzt umnieten müssen. Okay, wie kann ich sie von der Herde trennen? Es muss hier ein Unfall geschehen, aber erstmal würde ich vielleicht sogar den anderen in Angriff nehmen. Scheint mir gerade fast ein Ticken einfacher. Ah ja. So, jetzt hören wir mal zu. In der Zeit. Nimm ich mal einen Schluck. Okay.
Haha. Also es ist so geil, wie, was ich erstaunlich finde, Mord, Totschlag, das ist, finde ich dieses Spiel eigentlich so ein bisschen, dass man mal sieht, ja, die oberen drei Obrigkeiten, wird es denn jetzt halt zu tun trauen, die ganze Mafia und Co., das ist ein Witz, natürlich würden die es mal jemand aus dem Weg schaffen, um da hier und sowas alles, wisst ihr, Organhandel und traue ich der Mensch halt sowas von zu. Warum leuchten deren Handys eigentlich immer grün? So, da sind die ganzen Securities drin. We're upping security at the moment, sir, so I'm afraid I can't let you through here. You're trespassing. Please turn around, sir. Yeah, yeah. Smart move. Okay. Okay, ich muss als Doktor da reingehen. Das Personal ist jetzt auch wieder weg, die Securities. Okay, noch besser. Klar, ich habe die auch teilweise umgenietet. Jetzt gehe ich wieder mal rein und suche mir irgendeinen OP-Saal. Oh, noch eine Kamera. Und dann geht los. Aber das ist beim nächsten Mal.